Liebe Freunde, ich begrüße euch zurück hier in der japanisch angehauchten Stadt der heißen Quellen, Homura, die ja in den letzten 2-3 Folgen einiges über sich hat ergehen lassen müssen. Der Angriff des großen menschenfressenden Feuerdrachen sowie der Verlust ihrer Führerin, der religiösen Leiterin und des Dorfvorstandes, der großen Yayak. Alles Dinge, die nicht so leicht zu verzeihen und zu verdauen sind. Doch, meine lieben Freunde, wie Theba es ja in der letzten Folge schon gesagt hat, jetzt ist die Zeit gekommen, dass alle für sich selbst ein wenig arbeiten müssen und selbst schaffen müssen, hier ihr Leben auf die Reihe zu kriegen, ja? Das ist ein wichtiger Leitspruch, den wir uns jetzt auch ein wenig zu Herzen geführt haben. Denn wir müssen jetzt selbst auch wieder unsere Beine in die Hand nehmen, denn wir müssen unserer großen Aufgabe nachkommen, und zwar der Aufgabe, das Heldenschwert neu zu schmieden. Und dafür brauchen wir einen Ort, um es zu schmieden. Und unsere Missionsangabe oben rechts sagt uns, wir sollen hier jetzt erst einmal mit den Leuten reden und uns erkundigen, wo wir denn vielleicht hier eine Schmiedeplattform haben. Und ich frage einfach mal hier diese Frauen, die im Gespräch verwickelt sind. Warum auch immer, die sehen nicht wirklich aus, als könnten die uns helfen. Aber ich frage trotzdem mal, was die zu sagen haben. So. Und sie sagt: Der Feuerdrache, ein Monster und dann wieder der Feuerdrache. Ich weiß auch nicht, was für ein schreckliches Schicksal uns hier halt haben muss, aber jetzt können wir endlich wieder in Frieden leben. Ganz ehrlich, es gibt so viele Dinge, die wir verloren haben. Und ich könnte weinen, aber ich habe keine Zeit zu weinen. Denn an der Stelle von Jörg müssen wir nun unser Leben in die Hand nehmen und unser Bestes geben. Wir können nun in Frieden leben. Und ja, das alles nur, weil Yayak und Halima die Sünde und den Fluch auf ihre Schultern genommen haben. Und wenn Yayak noch am Leben wäre, könnten wir gemeinsam hier glücklich zusammen sein und ein Pläuschen halten. Aber nein! Das bleibt dir verwehrt. Yayak ist tot! Und daran wird sich auch jetzt nichts mehr ändern. Einem Anschein nach. Wir gehen mal hier zu den Schmieden. Können die uns vielleicht helfen? Die müssten ja eigentlich Bescheid wissen, was die große Schmiedeplattform oder die Werkbank anbelangt, die wir brauchen, ne? Ah, es gab so viele Bittgesuche an uns, was Eisen und sowas anbelangt. Und jetzt haben wir alle Hände voll zu tun. Ja, wir müssen also uns zusammennehmen und richtig schön reinhauen. Denn, ja, wenn wir nicht dazu führen, dass unsere Heimat prosperiert, dann wird auch Yayak nicht in Frieden ruhen können. Kann ich mir vorstellen. Und vielleicht weiß er etwas, was uns helfen kann. Egal, was für Skills man auch in sich vereint, solange man die Ressourcen nicht hat, da können wir Schmiede nicht wirklich leben, ja, dann können wir unseren Handel und sowas nicht betreiben. Deshalb sammeln wir immer wieder Ressourcen und Erze. Also auch wenn du schmieden möchtest, musst du erstmal Erze sammeln. Und während du auf deinen Abenteuern bist, gibt es immer hier und dort auch Orte, wo du sammeln kannst, Ressourcen abbauen kannst und dergleichen. Also grab und grab immer weiter. Und an Orten, wo du gegraben hast, kannst du nach einiger Zeit zurückkehren und dann gibt es wieder neue Erze dort zu sammeln. Also kehre immer wieder zurück, wenn du sie brauchst. Ich brauche jetzt keine Erze, sondern einen Ort, wo ich schmieden kann, denn die Erze habe ich ja schon. Das Urikalkum habe ich, den Hammer Gaias habe ich. Jetzt fehlt nur noch den alten Mann, mit dem ich reden kann, der hier jetzt zusammengekauert hockt. Damit ich weiterkommen kann, ne? So, während ich hier in der Nacht sitze, denke ich an die ganzen Dinge, die Erinnerungen, die ich mit Yayak und Halima zusammen machen konnte. Die kommen dann wieder zurück in mein Gedächtnis. Wo mögen nur die Seelen der beiden nun ruhen? Ich wünsche ihnen jedenfalls, dass sie in Frieden sind, dort, wo sie jetzt sind, ne? Dann gehen wir mal hier weiter, mal gucken, ob sie uns hier helfen können. Dies ist der Schrein Yayaks. Aber jetzt ist niemand da, der ihn mehr verwalten kann, der sich um sein Wohl kümmert.
Und sie war ja die Retterin mit ihrem Sohn Hadima unseres Dorfes. Und wenn du irgendwas von uns möchtest oder vom Schrein, dann komm jederzeit hier. Du bist immer willkommen. Denn wir sind ja auch Retter zugleich, ne? Wir haben ja alles dran gesetzt, das Dorf zu retten. Ich weiß zwar nicht, warum Yayak alles dran gesetzt hat, den Feuerdrachen zu beschützen und dafür gestorben ist. Aber es ändert nichts daran, dass sie uns bisher immer gerettet hat. Jetzt kann ich nur noch hier sitzen und dafür beten, dass Yayak und Hanima in Frieden ruhen können. Hä? Du siehst so gedankenversunken aus. Gibt es etwas, was du mich fragen möchtest? Ja! Über die Tradition des Schmiedens auf dem Vulkan Hinonogi möchtest du etwas wissen? Von der verstorbenen Yayak habe ich etwas schon davon gehört, aber ich weiß keine Details. Aber die Gehilfin und Vertraute von Yayak sollte vielleicht etwas wissen. Also bitte frag doch nach ihr nach in ihrem Hinterzimmer. Das machen wir. Und hoffen so auf die notwendigen Informationen zu stoßen. So, liebe Dame, was gibt es zu sagen? Oh, ihr seid wieder zurückgekehrt. Ich danke euch, dass ihr jetzt in dieser schweren Zeit Homola sowie das Andenken an Hadima gerettet und ja, uns Frieden gebracht habt. Ihr scheint aber noch Probleme zu haben, also gibt es etwas, wo ich euch helfen kann? Jawohl, du kannst uns helfen. Wir erzählen ihr davon, dass wir von der Existenz einer Schmiedeplattform oder einer Schmiedewerkbank hier auf dem Vulkan wissen und fragen sie darüber, ob sie Informationen hat. Ah, diese Geschichte. Als ich noch klein war, habe ich davon gehört. Wenn man in den Krater des Vulkans, des Feuerberges, das heilige Licht wirft, dann soll erscheinen eine große Schmiedebank, die über Jahre existiert dort. Zumindest hat man das so lange Zeit tradiert in dieser Stadt. Und um diese Überlieferung, diese Legende zu beschützen, hat man den Weg zum Gipfel, also den Gipfel des Berges, über lange Zeit versiegelt und zu einem verbotenen Ort erklärt. Aber ihr, die unsere Heimat gerettet habt, ihr dürft natürlich diesen Ort betreten. Also geht dorthin und ja. Und wir haben jetzt die Erlaubnis gekriegt, dorthin zu gehen. Also, der verbotene Ort ist im Mittelteil des Berges und dort ist eine verschlossene Tür. Passt auf, ist sehr gefährlich und ja, ihr passt dann bitte auf und schafft es dorthin. Das werden wir. Im Schutze der Nacht gehen wir dort nun hin. Aber davor heißt es erstmal Treppen hinabgehen, noch und nöcher. Ich würde gerne mal so einen Counter haben, wie viele Schritte wir schon gegangen sind und wie viele Stufen wir erklommen haben. In den mittlerweile schon fast 72 Stunden, die wir hier in-game sind, ich weiß es nicht. Kommt aber, glaube ich, gut an die 70 Stunden ran, unser Fortschritt. Und das macht halt ein richtig gutes RPG aus, ja? Man spielt und spielt und spielt, die Story geht weiter, weiter, weiter. Und man ist immer noch so motiviert wie ganz am Anfang unseres Abenteuers. Also so geht es mir zumindest. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also ich bin noch voll dabei. Klar, jetzt am Ende hier gerade so das Schmieden des Heldenschwertes, der diese ganze Angelegenheit, da war es schon so ein bisschen, wo man sich dachte, oh ja, jetzt könnte ich Unoga auch mal richtig endlich mal in den Hintern treten. Aber ich finde, auch wenn es ein wenig langgezogen wirken mag am Ende, es ist stets dabei, uns sehr zu unterhalten. Also mir geht es tatsächlich so. Ich finde das Spiel immer noch genauso gut wie in der ersten Stunde. Und ich könnte es eigentlich glatt noch 70 weitere Stunden so weiterspielen. So, aber noch sind wir nicht am Ende. Noch ist nicht die Zeit, um hier ein wenig pessimistisch und melancholisch daran zu denken, dass das Spiel irgendwann zu Ende sein wird. Auch wenn ich natürlich die nächsten Spiele schon in den Startlöchern habe. Wird uns dieser Titel hoffentlich noch lange begleiten. Und damit das der Fall ist, werde ich alle
Bedrohung aus unserem Weg schaffen. Damit wir nicht hier noch auf halbem Weg sterben, ja? Das wäre natürlich ganz dramatisch, wenn die Helden, die einzigen Hoffnungsträger der Menschheit, hier auf der Welt unterwegs noch sterben und es nicht schaffen, Unoga gegenüberzutreten. Das wollen wir natürlich auch nicht. Und so steigen wir jetzt ganz optimistisch weitere Stufen empor. Und sehen auf der Karte, dort oben ist der verbotene Bereich. Wir müssen also noch einmal durch das Tor hier schreiten. Dort werden wir wahrscheinlich gleich noch ein bisschen Magma-Gestein bzw. erhärtete Lava mitnehmen können. So, hier geht's durch. Und jetzt nehmen wir die andere Abzweigung. Na, wollt ihr einen Kampf mit mir oder nicht? Wollt ihr? Okay, gut. Könnt ihr haben? Mit ihm werde ich auf jeden Fall schnell fertig. Denn wir können jetzt hier... Was ist denn das für ein... Oh! Wir können einen Gegner mit unserer erotischen Kraft versuchen, ihn einem Stück seiner Seele zu rauben. Und versuchen, in seine Gedankenwelt einzudringen. Mit diesem Angriff Seishun no Ichipeji. Also die erste Seite unserer Pubertät. Da werfen wir mal einen Blick drauf. Ist das etwa... Ich bin mal gespannt, wie das jetzt aussieht. Guck mal hier! Oh, ja, oh! Oh ja, 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 ja. Nicht, dass ich gleich hier Martinas Reizen verfalle. Boah! Meine Herren, das hat gesessen. Das hat so gesessen, dass er jetzt ganz schön auf Zack ist noch und uns versucht... immer noch standzuhalten. Doch, länger schafft er das nicht. Wir besiegen ihn, kriegen Erfahrungspunkte und werden nun jetzt seinen Bärenkollegen auch noch bekämpfen. Da brauchen wir eigentlich nur draufschlagen, ne? Der war ja nicht so mächtig. Mit einem ollen Bär werden wir immer noch locker fertig. Der kann angreifen, wie er will, macht mir nichts. Lässt mich kalt! Und das, obwohl wir hier auf einem aktiven Vulkan stehen. Das war das. Shibuya steigt auf Level 54. Wonderful, wundervoll, traumhaft schön. Weiter geht's. So, halt. Da geht's weiter nach oben. Hier wurde tatsächlich ein Pfad in den Vulkan geschlagen. Ach, guck mal an. Und hier dürfen wir jetzt durch. Mit dem Schlüssel, den wir gekriegt haben von der alten Dame. Schreiten wir hier jetzt voran. Und sind an einem unbekannten Ort. Der uns tief in das Innere des Vulkans führt. Zu einem großen Plateau. Das mag wohl der Ort sein, wo einstmals das Heldenschwert geschmiedet wurde. Und nun stehen wir wieder hier und blicken hinab. In den Krater des großen Shinonoki. Die heilige Flamme reagiert. Wollen wir sie in die Flammen des Heiligen Berges werfen? Dieses Gebilde, diese Laterne, die aussieht wie ein namekianisches Wohnhaus. Wollen wir es tatsächlich reinwerfen? Ja, natürlich! Rein damit! Und so düst die Flamme hinab in das schwelende Lavabecken. Was in aller Welt passiert da? Oh oh. Der Lavapegel steigt. Im Ernst jetzt?
Oh, was für ein Wahnsinn! Aus dem Magma-Gestein ist plötzlich eine große Schmiedeplattform erschienen. Wir werden damit wohl an diesem Ort hier Zeuge sein. Jedem Ort, wo einstmals der frühere Held das heilige Schwert geschmiedet hat. Zweifellos ist das der Ort. Jawohl, lass es uns tun, Kurando. Um den fiesen, bösen König zu besiegen, werden wir hier ein neues Heldenschwert schmieden. Wir sind bereit. Die legendäre Schmiedewerkbank. Nun sind wir angekommen. Wir spüren eine besondere Kraft, ausgehend von diesem Plateau hier. Wenn nicht an diesem Ort, wo dann, können wir ein besonderes Schwert schmieden. Wollen wir mit Gaias Hammer das Orichalcum bearbeiten und ein neues Heldenschwert erstellen? Jawohl, das wollen wir. Das wollen wir so lange. Und das tun wir nun auch. Kurando, als nächstes bin ich dran. Kamio, wie cool. Du nimmst ja kein Blatt vor dem Mund und traust dich was. Also, Kurandolein, ich werde dir natürlich auch helfen wollen. Der frühere Held hat natürlich auch mit seinen Kameraden kooperiert, die haben ihre Kräfte zusammengelegt und zusammen das Schwert geschmiedet. Und wir werden ihnen natürlich nicht nachstehen und dir helfen. Genau, das ist ja nicht nur dein Kampf alleine. Wir sind natürlich alles Kameraden im selben Kampf. Das neue Heldenschwert. Wir werden auch unsere Erinnerungen und Gedanken reinsetzen und dir helfen, es zu schmieden. Kurando, bitte benutze unsere Kraft. Kurando, mit deiner Hilfe habe ich mein Schicksal überwinden können. Ich konnte Maya retten. Jetzt bin ich an der Reihe, dir meine Kraft zu leihen. Oh, Kurandolein, ich werde dir zeigen, was ich kann. Ich werde die Welt retten und allen ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Das bin ich, Chilbia, der Entertainer aus erster Generation und der Größte, den es je geben wird. Eleanor, Arvin, ich weiß, ihr werdet von irgendwo auf mich niederblicken und dafür beten, dass euer Sohn siegreich sein wird und dass sein Pfad mit Glück versehen sein wird. Ich dachte immer, dass mein Kampf es sei, dich zu beschützen, mein Held. Aber ich lag wahrscheinlich falsch. Mein wahrer Kampf war es, gemeinsam an deiner Seite alle anderen zu beschützen. Kurando, ich schwöre dir, in meiner Rolle als Ritter, egal welcher Gegner uns auch entgegenstehen wird, bis zuletzt werde ich das Schild sein, das... der Schild sein, natürlich,
um das in korrektem Deutsch auszudrücken, werde ich der Schild sein, der die Hoffnung bewahrt. Und ja, ich werde ewig an deiner Seite stehen. Veronika, meine große Schwester. Ich als deine kleine, kraftlose Schwester. Ich konnte ein wenig stärker werden. Deshalb, mach dir bitte keine Gedanken. Ich werde gemeinsam mit Kodano kämpfen. So, ist es jetzt vollständig fertig? Sieht scheinbar so aus, ne? Das Heldenschwert. Ha. Am Ende ist es doch nur so ein schlichtes Werkzeug. Kodano, versuch es erst einmal in die Hand zu nehmen. Denn noch ist es nichts Besonderes, ne? Und somit hat Kodando das Heldenschwert aufgenommen und es ist in seinen Besitz übergegangen. Kameraden, die mit dir an deiner Seite kämpfen. Ein göttliches Flugwesen, das durch den Himmel reist. Und nun das neue Heldenschwert. Wir haben damit alle Vorbereitungen getroffen, um dem bösen König gegenüberzutreten. Ah, genau. Langsam kommt es zum Ende. Lass uns gehen. Zum Schloss des bösen Königs. Eine unheilvolle Vorahnung begleitet uns. Xenia spricht jedoch noch ein paar Worte. Kodando! Lass uns gehen zu jenem Ort, an dem sich der finale Kampf ereignen wird. Benutze die Flöte des Himmels und beschwöre Ketos. Wir müssen reisen zur Festung des bösen Königs, die im Himmel schwebt. Und dort sollte es dann soweit sein. Wir kriegen eine Auszeichnung als der sich dem bösen König entgegenstellt. Gemeinsam mit unseren Kameraden haben wir die Kraft zusammengelegt und das Heldenschwert neu geschmiedet. Und jetzt sind wir bereit, um Unoga gegenüberzutreten. Liebe Leute, das klingt verdächtig nach dem großen Finale. Nach so langer Zeit sind wir so weit gekommen. Und ich bin ein bisschen sentimental, wenn ich sage, dass leider die Story irgendwann auch zu Ende kommen muss, zu einem Ende, zu einem Abschluss kommen muss. Und ja, wir sind ganz, ganz, ganz nah dran. Wir werden jetzt allerdings noch einmal den Vulkan verlassen. Ich möchte nämlich nicht von hier direkt ausreisen. Ich möchte noch einmal gucken, können wir das Heldenschwert ausrüsten? Da haben wir es. Es ist sehr viel schlechter als das Schwert, was wir jetzt haben. Ist auch ein Einhänder, ne? Muss ich das nehmen? Ich will das gar nicht. Ich glaube, ich lasse das mal wegkommen. Dann müssen wir vielleicht erstmal auch unsere Skills neu verteilen. Und zwar so verteilen, dass wir mit einem Einhänderschwert wieder einigermaßen kämpfen können. Weil derzeit habe ich noch nicht so das Selbstvertrauen, dass ich glaube, dass wir damit gut dastehen werden, mit dem Heldenschwert.
Da ist der Demon Buster, den wir derzeit tragen, noch eine Stufe besser, ne? Wir können ja einmal ganz kurz gucken auf Skill Panel und können auch nochmal fragen, wie sieht's denn aus? Können wir denn hier noch ein bisschen weitergehen? Wir können jetzt noch ein paar Skills verteilen. Und die machen wir jetzt natürlich auf unseren Einhänser-Pfad. Und können hier neu Miracle Sword können wir lernen. Komm. Zack, machen wir. Sword Guard können wir lernen. Und Metal Giddy, das wäre doch gut. Und Metall Typ Gegner zu besiegen. Und dann können wir hier auch noch die Angriffskraft erhöhen. Noch ein bisschen was ist zu tun. Das machen wir aber alles erst jetzt allmählich. Ich versuche mal ganz kurz einmal, wie das Schwert denn im praktischen Kampf so funktioniert. Da können wir natürlich dann auch ein Drachenschild ausrüsten, oder? Nee. Können wir da nicht dann machen. Müssen wir hier was ändern? Das hier vielleicht. Können wir das machen? So, dann geht das nämlich. Dann haben wir das Schild nämlich mit. Dann sieht es schon mal ganz anders aus. Zwar ist der Angriff nicht mehr so klasse wie zuvor, aber wir sind guter Verteidigung und können jetzt auch so schnell zuschlagen. So, erstmal greifen wir ganz gewöhnlich an. Und schauen, was haben wir denn hier? Kein Giddy Dragon, Giddy und Miracle Sword. Damit kann man sich heilen, wenn man zuschlägt. Zieht nicht wirklich viel ab. Das muss man ganz klar dazu sagen. So. Bagima! Ich vertraue jetzt mal ein bisschen auf Drake, dass der großen Schaden verursacht und Martina da gleich noch mit zulangen kann. Trifft leider nicht. Wie sieht ein normaler Angriff aus? Boah, zieht nicht so wirklich was ab, ne? Na gut, es war ein Versuch wert. Ich wollte es mal getestet haben. Und jetzt bleibt uns eigentlich nur der Ruf nach Lula. Und wir werden noch einmal zurückkehren zur letzten Bastion der Menschen. Die ja letztendlich, wie auch schon in den Kommentaren einmal angemerkt wurde, gar nicht die letzte Bastion der Menschen war, oder? Es wurde uns so verklickert, dass dort die letzten Menschen seien, aber irgendwie sind doch in allen Städten der Welt immer noch die Leute ganz frisch und munter am Leben, ja? Deshalb, so final ist diese Bastion nicht gewesen. Doch insofern ist sie die letzte Bastion, da wir von dort aus unseren großen Angriff starten werden. Hier ist unsere Mutter, Pella. Die lassen wir mal stehen und gehen runter zur Kirche. Denn dort müssen wir noch einmal beten. Beten vor dem großen letzten Kampf, den ich beschreiten werde. Natürlich nicht mit dem Heldenschwert, sondern mit meiner besseren Waffe, den Demon Buster. Tut mir leid, liebe Leute. Die Waffe ist einfach sehr viel cooler. Und ja, das war's. Ich werde hier gleich mal beten. Aber das mache ich offscreen. Und ihr könnt auch mal offscreen schön kommentieren, liken und euch vorbereiten. Also mental darauf, dass wir uns dem finalen Kampf entgegenstellen. Liebe Leute, das war's an dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und munter. Gehabt euch wohl und auf Wiedersehen.